Moin moin liebe Leute, neue Runde vom LS22, NF Marsch, Ernten auf 78, so kann es gehen. So, läuft doch einigermaßen, soll ich klagen. 4 Drescher, voll im Einsatz, 23,5% haben wir mittlerweile vom Feld geschafft. Vorne die beiden Drescher sind gerade leer gemacht worden oder werden gerade leer gemacht. So können wir uns jetzt einfach hier mal einreihen, den Klaas leer machen und danach vielleicht noch den Bend. Müssen wir gucken. Ein ziemliches bunt gewürfeltes Drescherflotte. Aber klappt trotzdem gut. Ach, der ist voll wahrscheinlich, ne? Schleicht da so langsam Richtung Feldausfahrt. Müssen wir mal gucken. Halt. Komischen Pulli. Hm? Hm? Warum? Wird denn noch fährt oder was? Ja, geh weg. Ja, dann steht aber beim Reiten. Und stinkt jetzt noch, riecht jetzt unangenehm nach Pferd. Oh, warum hat der noch nicht aus hier gewarnt? Der ist ja gut voll. Schnell, schnell. Ganz bisschen abbunkern, bevor du anfängst. Ja, nur ein bisschen. Dann warten wir gerne in der Reihe hier vorne, damit wir nicht so lange rumstehen. Keine Standzeit hier. Kommt der Regen? Wie war das in der Mitternacht? Oder wann sollte das regnen? Meine Mission ist auch noch für den nächsten Tag da. Ne? So schlimm ist es also nicht. Was ist das Wetter? 21 Uhr. Na gut, in Realtime 1 Stunde 20. Schaffe es alles zu ernten? Wir uns ranhalten schon. Ne? Wenn es reibungslos funktioniert, sind wir knapp dabei. Wie lange ernte ich jetzt an dem Feld? Oh, eine Stunde ungefähr, ne? Zwischenzeit ist auch schon wieder bei 3 Stunden. Knappe Sache vom Regen. Und wenn man den Fan hier rüberspringen und gucken, wie lange er wohl noch meint zu dreschen. Ich glaube auch, es geht nicht ganz auf, ne? 1,20. Mal gucken, was wir Ende der Folge machen. Kann man schon besser abschätzen. Umso mehr man geerntet hat, umso eher sind nachher auch, oder umso präziser sind nachher auch die Angaben. Stehen bleiben hinten. Sehr gut. Und dann da vorne schon wieder neu an, ins Feld reinzufahren. Ja, mal gucken. No. Klappt aber trotzdem gut hier.
Ja, jetzt einmal gleich in den ersten Reihen tickern, in den John Deere. Der sagt, er braucht noch eine Stunde 41. Da dürfen wir eigentlich schon Regen haben. Aber wir sind in der ersten Juli-Hälfte, ne? Also von daher haben wir danach auch noch ein bisschen Zeit. So schlimm ist es nicht. Wenn wir dann die Nacht halt Pause machen müssen. Hm? Was für einer? Welches? Wann wo? Wann denn? War das denn noch? Jenny hat hier ein Blitzerfoto gekriegt. Sag mal. Einfach nur, wenn das. Mal her jetzt. Shelly wieder viel zu schnell gefahren, ne? Festgestellte Geschwindigkeit. Wo war das denn? In geschlossenen Ortschaften. Zulässige Geschwindigkeit 30 km/h. Shelly ist 46 gefahren. Nach Toleranz und so bla, ne? 70 Euro Ordnungswidrigkeit. Das stimmt aber. 25 Euro Gebühr, Auslagen. Olpenitzer Straße? Wann war denn das noch? Ja. Wann denn? War ich da mit? Du hast noch Glück gehabt. Bei 21 wäre dein Lappen weg gewesen, schreibt einer. Da ist es immer wie Männerrasen, sagt Party Beats. Ja, ne? In 30, 46, überleg mal, das sind 50% zu schnell. Das ist schon echt, klar, 50%. Und 30, die Hälfte sind 15, also du bist über 50% zu schnell gefahren. Das ist, wenn du in der 100-Zone 150 fährst. Ja, das ist ja egal, das Verhältnis ist gleich. Eigentlich darf man da 50 fahren, sagt Shelly. Aber in dem Moment halt nicht, weil das irgendwie eine Baustelle ist und das... Na, das glaube ich nicht. Wo war das denn noch? Ich muss mal den. Hast du das denn erzählt von wegen? Dann kannst du mal die Wasseruhr ablesen. Wir sollen nur noch die Wasseruhr ablesen. Wird langsam Zeit. Nein. 100 Euro, Leute. Unglaublich. Verkehrsrowdy, ja. Verkehrsrowdy Shelly. Mann, nur. Zwei Paar Schuhe weniger. So. Mal gucken, was kommt er denn? Sollen wir den rausnehmen schnell und abbunkern manuell? Oder schafft er gerade so durchzukommen? Ja, ich glaube, das schafft er wieder. Das sieht gut aus. 74% erst. Heute kein Eis für Shelly. Nee, ne? Hat sie nicht verdient. Dann fahren wir schon mit Licht hier die Fahrzeuge. Oh, das ist kurz vor 8, ne?
Was praktisch, wenn man die Tasten so schön definiert hat, wenn man so zwischen den Fahrzeugen hin und her switchen kann, wie man sie gerade braucht, ne? Und nicht durch hundertfaches Durchtappen wieder zum Fahrzeug kommt. Also Fahrmanagement-Mod, auf jeden Fall einer meiner Highlights aktuell. Wenn man das gut einrichtet, gerade bei solchen Ernten, macht das nochmal mehr Spaß. Ein Eis? Traurig. Hat Shelly gelesen, ne? Wollte schnell gucken, was der Chat drauf reagiert auf Shellys Raserei. So hört sich das ja auch wenig an, ne? Wo man in der 30-Zone 46 zu schnell war. In 16 km/h. Ist wohl auch so eine Zeitzone nach dem Motto, es ist nicht den ganzen Tag in der Zone 30. Kollege. Das hört sich dann so immer viel an, ne? Wenn man sagt, oh, über 50% zu schnell gefahren. In der 100-Zone wären das umgerechnet um bei 150. Und dann sind es 50 km/h zu schnell. Was, da hinten der LKW mit seinem Flutlicht, was man sogar noch auf ziemlich weiter Entfernung sieht. Ne? Auch wenn man den LKW noch nicht sieht, aber Flutlicht sieht man schon. Der Mähdrescher ist aber, das muss zeitlich leer gemacht werden hier. Jo, ist hell, ich weiß, blendet ein bisschen. Muss mal Fernlicht ausmachen. Ich kann ihn auch noch gerne hier weiter übernehmen. Ich muss das ja gar nicht. Das Licht ist auch ein bisschen performance-intensiv, glaube ich. Deine Drohnenvideos selber, ja. Oder mein Sohn. Wobei mein Sohn schneidet sie nicht, ne? Aber er fliegt auch gelegentliche Szenen sozusagen, sind auch von seinen Flugkünsten. Wobei die sind noch nicht ganz so ausgeprägt wie bei mir, aber es ist halt Übungssache einfach, ne? Ich meine, er ist 6, jetzt bald 7. Da ist es manchmal noch ein bisschen ruckartig. Lass mal so fliegen. Das Anhalten wieder weiterfliegen. Versuch's ja eigentlich smooth zu machen, ne? Also wirklich durchgängig. Wenn es zu schlimm ist, klar, kann man es rausschneiden später. Jojo. Wenn die Videos gefallen, gerne ein Like da lassen und einen Kommentar, ne? Wäre super. Ich habe es geschafft, also es wird wahrscheinlich einmal ein Häcksler-Video geben, einmal vielleicht Häcksler mit Gras sammeln. Muss ich gucken, wie viel das war. Und ich wirklich geschafft, die ganzen Dateien rüber zu spielen und da jetzt ein Video draus zu machen. Wahrscheinlich nächste Woche komme ich dazu. Glaube ich zumindest. Vorausgesetzt, keine Ahnung. Kind wird krank oder was auch immer. Prost. Mach ich noch mit. Hab sogar auch noch kalten Kaffee, der hier steht. Vor 3 Stunden.
Dann haben wir uns 2020 mal indirekt gesehen, als das Gut Grünholz gerade an der Bundesstraße Richtung Taschen hat. Kann sein. Weiß ich nicht genau. Du warst du denn auch am Dreschen? Warst du Abfahrer? Warst du so oder? Da war ich nämlich mit der Kamera auf dem Acker unterwegs. Der 87er Lexion oder gehört der den? Ich weiß gar nicht genau, ist das der? Das Grünholz, ich weiß es gerade gar nicht genau, ist das der 87er Lexion gewesen an der Schlei direkt? Ne, in der Bundesstraße Richtung Kappeln. Ist ja nicht keine Bundesstraße, ne? Ach die 267er. Ja gut, hier haben sie jetzt ja nur noch einen von, ne? Ich kann die Gutshöfe nicht alle auseinanderhalten, weiß aber nicht genau, wer hat welche, ne? Sind ja alles die Gutshöfe, die hier halt die dicken Drescher haben. Ach so, aber das ist ja, ach genau, wie du schon sagst, 2020. Das ist ja echt hier, das waren, glaube ich, mit meinen ersten Drohnenvideos. Da war nebenan noch der New Holland, da waren sie zu dritt unterwegs praktisch, ne? Der New Holland hat noch geholfen. Weil sie dann irgendwie, glaube ich, Weiz noch einfahren wollten oder so möglichst. Genau, ja genau. Ja gut, das ist schön. Das Video gibt es auf meinem Kanal noch. Ist ja auch im Intro ein Stück weit drin, ja, praktisch, weil das wirklich aus der Luft mit diesen 3-Meter-Dreschern, das sah schon echt cool aus. Mal Geschmackssache, ne? Aber das sah schon echt cool aus. Du bist auf den Kanal hier gestoßen jetzt, nur durch Zufall, oder? Ja, den New Holland, also die waren nachher teilweise zu dritt auf dem Feld, aber bei dem, wo du dann warst, wo du, glaube ich, jetzt meinst, war auf der anderen Seite von der Straße der New Holland alleine unterwegs und die beiden Klaas auf der einen Seite zusammen. Das sind ziemlich einprägende Geschichten, weil sonst habe ich so drei Drescher in der Konstellation zusammen hier eben auch noch nicht gesehen. Ja, der ist leer. Genau so war das. Ist ja lustig. Ja, also lasst gerne Follow und Like da, was auch immer, auf YouTube gerne die Videos. Ist ja ein bisschen Häcksler-Saison. Ich bin ja eher schön Wetterpilot, also mit meinem Sohn eher bei schönem oder jetzt auch mit meiner Tochter bei schönem Wetter unterwegs, wenn es sich anbietet und nicht bei Schmuddelwetter. Nagelneuer JCB. Das sind auch schon beeindruckend, ne? Gerade wenn sie die größeren, wuchtigen sind, die auch noch so schnell sind. Jo. Weil es gerade so gut läuft, würde ich sagen, fange ich noch einen 20-Minuten-Fahrt nochmal mit dran, liebe Leute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Und tschüss.